Willkommen zurück. In einem nie enden wollenden Albtraum aus Pixelgrafik, Wii-Wii-U machenden komischen schwarzen Gegnern und dem super Bösewicht, dem Endgegner des Spiels, den wir einfach nicht kleinkriegen, obwohl wir schon bestimmt und an dieser Stelle Andy, an der Firefucker, stundenlang, also mindestens mittlerweile über eine Stunde. Ihr seht oben den Death-Counter, den haben wir in der Werbung, hat ihn die Regie, die ich dafür einfach liebe, hat ihn einfach weiterlaufen lassen und hat mitgezählt. Das ist Authentizität bis zur Schmerzgrenze. Wir schaffen es also vielleicht noch unter 100, aber rein zeitlich, wenn wir jetzt bis 10 durchspielen würden, dann würden wir auf jeden Fall über die 100 kommen. Also das vielleicht für euch als erste kleine Hochrechnung. Ja, das ist meine erste Hochrechnung. Doch, da kommen wir hin. Wir haben jetzt 9. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem noch mit dem Tempo, mit dem wir hier teilweise sterben. Gerade wenn es dann mal nicht gut läuft. So, zack, 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 gehen die Leben weg, ey, wie von der Katze. Ach, uns wurden Tipps gegeben, ich wiederhole sie gerne mal, aber der Dennis macht trotzdem im Moment nochmal lieber seinen eigenen Stil. Es wurde gesagt, wir sollen in die Mitte gehen und nach rechts schießen. Aber ich sehe da auch wenig Platz für den kleinen Jungen und seine zarten Glieder, die sofort kaputt gehen, sobald einer von den Schatten ihn in die Finger kriegt. Aber wir werden es, also spätestens ich, werde es nachher mal probieren. Ich, ja. Fuck! Da war es wieder. Das schmatzende Ende eines Jungen. Willst du, sag, wenn du abgeben willst. Sag aber auch, wenn du jemanden umbringen willst, dann hol ich irgendwie einen von den niederen Praktikanten, den darfst du dann erwürgen. Oder wir haben so eine Würgepuppe. Das hat sich, langfristig hat sich das als ein bisschen günstiger, die ständigen Klagen und so. Und jetzt hast du einen Würgepucke mit so, mit so einem Papphals, den kannst du so durchdrücken. So. Ah. Ja, gibt's in verschiedenen Stärken. Auch so die Augen, so haben wir so Marmeladen, Marmeladen-Gelee. Haben wir so, kannst du so. Naja. Das sind halt alles so Mordfantasien, die man kriegt, wenn man so ein Spiel immer und immer wieder. Oh Gott, ey. Und ich weiß, ich habe es irgendwann als Kind mal durchgespielt und ich kann mir schwer vorstellen, ich war so ungeduldig, viel ungeduldiger als heute, dass ich da nicht irgendwann einfach ausgerastet bin und jemand einfach ein Haus angezündet hat, meins wahrscheinlich, einfach meine Wohnung angezündet. Das wundert mich. Wie hat er das geschafft? Ich bin richtig stolz auf den Simon der Vergangenheit, dass er das irgendwie durchgerockt hat. Naja. Simon of the Past. Ja genau, 100 Meter Wettwürgen. Stimmt, das war eine Sportart, die wir mal... ja, du musst 100 Meter schnell schwimmen und dann musst du noch jemanden erwürgen und das ist halt unglaublich anstrengend nach 100 Meter. Ja, ein Würgathlon. Ja, Würgathlon. Ah, oh Mann, du spielst so gut, ich will dich echt nicht damit irritieren. Fuck you, Schattenmann! So, jetzt sind wir hier am Critical... Ja, Point of No Return. Du machst es super. Achtung, da kommen sie wieder. Und natürlich ist das Problem hier, ihr seht schon, dass die beiden Einhorn-Typen... Ja, dass man schwer an die rankommt wegen den schwarzen Schatten und gleichzeitig die Einhorn-Typen aber auch... Achtung, das machen. Mann, das wär's gewesen eigentlich. Ja. Das ist so schwer, die Schatten zu bekämpfen und parallel diese Knospen... Es ist eigentlich ein geniales Spiel. Oder eigentlich ist das Spielprinzip, der Gegner ist, wenn man drüber nachdenkt, ist super genial. Simpel und super genial, aber es macht einen wahnsinnig. Oh. Wann kommt Gothic 1 und 2? Ich muss ehrlich sagen, dass ich Gothic nie gespielt habe und ich kenne niemanden hier, der Gothic... Hast du Gothic gespielt? Natürlich. Natürlich, okay. Dann kommt es vielleicht irgendwann mal, wenn jemand Lust hat, aber ich finde es immer komisch, ein Spiel zu spielen, ein altes Spiel, was man überhaupt nicht kennt. Ja, da ist wenig Nostalgie dabei. Sicher, und das muss jemand spielen, der es kennt, sonst kann man da natürlich nichts drüber erzählen. Aber scheinbar scheint es muss ja wirklich ein Spiel sein, was sehr vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Es ist unglaublich, wie oft das erwähnt wird. Also ja, ne? Nummer 1 der Erwähnung, auf jeden Fall. Oh, wer ist morgen beim Sommerfest alles am Start? Da kann ich ein bisschen was zu flöten. Und zwar ist Budi im Urlaub und Ede krank. Das heißt, es sind
unter anderem natürlich Nils und ich dabei, die ein bisschen durch den Abend führen. Aber selbstverständlich, Dennis, du bist doch auch fest eingeplant in den Spielchen, die wir machen, oder nicht? Oder hast du dich selbst raus... Fuck you! Hätte ich nicht fragen sollen, gell? Das habe ich mir in dem Moment auch gedacht, aber der Satz musste raus. Bist du morgen dabei? Wir spielen ja viele Spiele wie Dosenwerfer. Beim Spiel selber nicht. Oh, schade. Nee, ich wäre auch gerne dabei, aber... Aber du warst doch in deiner Jugend auch mal ein ordentlicher Dosenwerfer. Ja, natürlich. Also die eine halt, oder andere Dose? Man muss auch manchmal zurücktreten und anderen den Gönnen Vortritt lassen. Ja, nee, das Ding ist, ich wäre gerne dabei, aber aus in the interest of time haben wir, wir 10 Leute ausgewählt, die da ins Rennen gehen. Okay, und das sind, ich kann sie nicht alle nennen, aber ich weiß zumindest ein paar davon. Fallen dir noch spontan welche ein? Ben, Hannes. Der Ben, Hannes, oh, die sind gut im, ja, wahrscheinlich in vielen Sachen. Charlie. In diesen Assi-Sportarten. Das ist eigentlich der völlig falsche Begriff. Aber was haben wir denn? Tischtennis, Dosenwerfen? Nein, Tischtennis haben wir nicht. Kein Tischtennis! Nein, Tischtennis ist ein Zwei-Player-Spiel. Es geht um sein Sommerfest und da sind klassische Spiele Ein-Player-Spiele, so wie... Achtung! Über die Feuerbälle springen! Echt, wir haben Feuerbälle? Ja! Das ist aber geil. Das hat bestimmt der Chris organisiert. Ich hab euch Feuerbälle geholt. Hab ich hier so dicke Wattebäusche? Waren ganz günstig, zünd ich an, roll ich auf euch zu. Ich kann's dir richtig vorstellen. Keine Sorge, ich habe einen Feuerlöscher gekauft. Ja, Annabelle ist auch dabei. Als Spielerin. Ja. Okay, es sind auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir dafür gesorgt, dass es ein breites Feld wird der ganzen Leute. Und wir haben die sagen, Annabelle ist fett oder was? Ein breit. Nee, ich wollte sagen, sie sind alle bekifft. Ja. Sommerfest. Nee, also es, ich selbst weiß noch gar nicht so genau, was alles passiert, aber ich freue mich jetzt schon drauf. Und abends geht es natürlich mit normalem Programm noch weiter. So. Ich hoffe, dass das Wetter gut ist. Vielleicht ja, das ist das Ding. Wenn das Wetter morgen nicht gut ist, spielen wir was anderes. Ja, wir haben auch schon einen Plan für einen, also ja. Plan B, aber den verraten wir nicht. Genau, Plan M sozusagen. Sehr gut. Ah! Okay, sehr gut. Ihr könnt ja gerne mal auf irgendeine Wetterseite gucken und mir schnell im Chat sagen, was Sache ist morgen. Ab 15 Uhr. Ne, ab 13 Uhr. 15! Im Plan stand 13. Dein Plan ist scheiße. Das habe ich auch schon oft gesagt. Klar, dein Plan hat einfach keinen Plan. Du schaffst es. Nicht, wenn du mir die ganze Zeit falsche Zeiten durchgibst. So, jetzt mach keinen Feuerball, sonst... Ich dachte erst, der redet mit mir. Wir sind bei 49. Kommt jetzt der 50. Nein. Fuck you! Da muss man echt aufpassen, Mann. Oh Gott. Achtung! Ich will gar nichts sagen. Da gibt er nochmal alles. Kriegst du den? Du hast ihn nicht. Oh, Achtung! Oh Mann, wir haben's. Ah! Mach es rein, Junge! Da ist er! Und Knospe 1 explodiert! Knospe 2 ist weg! Bitch! Und jetzt? Was jetzt? Yeah, baby! Chat, könnt ihr das sehen? Guckt euch das an! Ja, verdient. Wenn ja, große Freude. Oh. Abspann. Ich habe selten so gearbeitet für einen Abspann. Eben war der Discount, jetzt ist er bei Wow. Eben war er noch bei 49. 49, ne? Sehr gut. Bam! Das ist der letzte Fetzen. Ich schwitze ein bisschen. Sehr gut, Mann. Richtig stolz bin ich. Doch. Doch. Der lässt nicht locker. Oh, was für ein Fucker. Das ist bestimmt voll schwer, der Typ. Nein. Andy. Der Hund ist ja schon vorausgegangen. Ja, stimmt. Auf die andere Seite. Stimmt. Der fiese Fucker hat den Hund da reingekickt, ne? Ja, ja.
Die kommen jetzt bestimmt in unsere Welten, weil der Bösewicht keine Ausbildung hat, muss er bei McDonald's arbeiten. Ja. Und das ist die ultimative Strafe für ihn. Oh fuck, ja. Oh nein. Was ist denn jetzt? Was das nur? Geht noch weiter. Das geht noch weiter, mein Freund. Es geht noch weiter. Willst du, oder? Ich glaube, du kannst gar nicht viel machen. Du musst mehr oder weniger nur überleben und ein bisschen rumlaufen, wenn ich mich nicht irre. Das, sowas genau. Ah! Wie bist du gestorben? Ich hab's gar nicht gesehen. Irgendwas ist auf mich raufgefallen. Oh, kannst du jetzt mal... Drück mal Start, bitte. Warte, gerade bin ich... Okay. Ich drück Start. Ich würde hier echt Gamma mal irgendwie hochdrehen. Geht gar nicht, oder? Jetzt brauchen wir es, glaube ich, auch nicht mehr. Wir können auch gar nicht... Oh, das meine ich, da bin ich gestorben, ja. Nee, ich komme mit Start nicht ins Menü. Okay, dann nicht. Escape drücken. Aber ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm gerade. Und für die Zuschauer es soll ja auch dunkel sein. Also es soll ja... Ja, es geht. Es soll aber auch dunkel sein. Scheiße. Und da ist der Deathcounter über 50. Oh. Sehr gut. Oh, mit einem Salto. Angeber. Muss ich einfach aushalten oder was ist hier der Plan? Die Leute, 50, wir sind wieder im Geschäft. Nee. Also wir werden jetzt nicht hier 50 mal sterben. Ich schieß. Schnitt. Zusammenschnitt. Du machst das. Das ist so bedrohlich, oder? Eigentlich? Das ist total eklig. Ich hab's Gefühl, dass ich was nicht raff. Weil es sich endlos wiederholt, aber denk mal dran, wie oft diese Kämpfe, wie lange die dauern. Ja, du hast... Ah! Ich meine, du hast ja versucht, wahrscheinlich nach rechts zu laufen. Ja, habe ich. Also hier ist Ende. Na? Ja, dann, was sollst du schon machen? Ja, ich glaube, ich muss aushalten, wirklich. Schießen kannst du ja auch nicht mehr. Nee, ich habe ja auch nur zwei Knöpfe, springen und hier schlagen. Das ist ans Schießen getreten. Oh, Wetter wird gut morgen. 21 Grad und Sonne, Wolken. Ja. Also in Hamburg bedeutet es... 15 Grad plus Wind und Regen. Ja. Also völlig in Ordnung. Guter Hamburg-Tag. Im Schatten. Ja, im Schatten. 15 Grad im Schatten. Was wollen wir noch? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach ja, genau. Wer wird bei... Fuck you! Bei Fuck you sein nächste Woche. Ja, mein Lieblingsformat. Da werde ich sein. Bei Böhmermann dagegen sind der Budi... Wer ist der andere? Nils und der Eddie. Okay. Die sind bei Böhmermann. Und das wird geil, also guckt es euch auf jeden Fall an. Mit dabei sind noch ein paar andere Gäste, verdammt, ich hatte sie im Kopf hier drin, aber jetzt habe ich sie nicht mehr. Aber sie waren passend und lustig. KIZ war es natürlich, fucking KIZ. Die würde ich wirklich gerne sehen und gerne mal treffen, die finde ich nämlich extrem grandios. Voll gemein, oder? Das ist wie so ein Soldaten mit posttraumatischem Stress irgendwie so in so eine Situation zu bringen. Angst vor Maschinengewehrfeuer. Und jetzt?
findet der was von seinem Raumschiff. Ach, toll. Blind. Das finde ich gut. Was macht denn mit dem? Nee, die foltern den einfach. Pixi Menage? Der ist für immer da. Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht hat er auch was reingesteckt. Ist das Radio, was die empfangen, oder? Haben aus Versehen den Soundtrack eingestellt. Ah. Jetzt ist so eine typische Pixar-Schule. Am Ende wird nochmal getanzt, oder war das Disney? War Disney, oder? Bei Disney tanzen sie. Bei Disney tanzen sie ja alle 5 Minuten. Das ist ja, ja, stimmt. Also ist er jetzt ein erfolgreicher Konzertpianist geworden? Das finde ich aber unfair. Ja, boah, boah, kein Problem. Ja, am Ende die Rollenverteilung unfair. Nee, ja? Er wird abgeschoben. Nein, nein, oh, nein, nee, nein. Doch, nein. Nicht. Doch, doch. Siehste? Nee, komm, Sucker. Wie so ein C-Promi, ja. Der einfach nochmal... Eric Chahi, ja. Da wird er nochmal genannt. Mann, ganz toll. Und ja, auch die anderen, die wir nicht kennen, ganz toll. Ja, seine Buddies, die ihm geholfen haben. Ah. Hier, Idee, Eric Chahi, Screenplay, Eric Chahi, Storyboard, Eric Chahi. Eric Chahi ist Eric Chahi. Ja. Ja, aber ist schön, aber es hat halt damals lang gedauert, kam zu spät, hat ein bisschen den Trend verpasst, ja, war nicht so ein Erfolg, wurde dann verramscht als Demo in Cornflakes-Packungen und hat ein wahnsinnig schweres Ende. Das sind so die Sachen, die ich in Erinnerung behalte. Und ihn finde ich ganz cool, er könnte seine eigene Serie kriegen. Ja, oder eine Show bei uns. So wie er aussieht, würde ich ihn gerne anfassen. Also... Er muss sich so richtig geil anfühlen. Abgesehen von dem Schnodder ist er bestimmt so... Das also ist total so... Nee, nee, das ist alles Eichelmaterial. Das ist alles so dieses weiche... Ja, wie, du weißt schon, was ich meine. Ja. So weich und knautschig und hinterlässt so einen weißen Fleck, wenn man da so drauf drückt. Nee, nee, der ist nicht... Das ist eklig. Und ein bisschen Schleim überall drüber. Ja, nee. Wie ein umgestülpter Rüssel. Ja, von innen. Nee, der ist eher so wie diesen komischen Schleim, den du früher als Kind hattest. Oh, slimy. In der Dose. Aber das eingepackt in Zellophan. Oh, das wäre cool. Wenn du so reindrückst, so... Das bleibt dann. Genau, es bleibt. So, so fühlt er sich an. Aber schlimm finde ich, dass aus seinem Rüssel, kommt ja wie bei so einem Hund, der immer sabbert, wo dann so die... kommt bei ihm aus dem Rüssel immer so der Rotz. Das ist jetzt auch nicht für ein Haustier. Ja. Aber er ist tot. Vielleicht hat das ja irgendeine gute Verwendung. Ich will nur, dass ihr alle wisst, dieses nette, freundliche Vieh ist tot. Genau. Und zwar verdient tot. Weil ein anderer Typ einen riesigen Hinkelstein über seinen Kopf gerollt hat und damit sein Gehirn zerquetscht. Falls er eins hat, vielleicht ist der Schleim auch irgendwie in ihm das Gehirn. Ja, genau. Wir werden es nie erfahren. Wir haben die Insekten auch, sind die auch so? Die haben auch keinen. Wie nennt man das nochmal? Die haben noch kein Blut, die haben offenen Blutkreislauf, sagt man das so? Ich weiß nicht, ob das offen heißt, aber. Irgendwie sowas. Ich vertraue dir. Ja, er ist ein Insekt. Schreib's nicht. Ja. Aber, ey, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Du hast es am Ende gerissen, aber wir haben es beide dahin gebracht. Ja, ja, nee. Ich glaube, wir haben beide relativ live viel gezockt. Und das hat echt Spaß gemacht. Ich liebe Spiele, die sich dann am Ende auch echt nicht in die Länge ziehen. Du hast es angekündigt, dass es nicht allzu lang ist. Anfangs dachte ich, es ist viel kürzer. Und fand es dann ganz cool, dass du geht noch weiter. Und jetzt, man hat gemerkt, das Ende kommt und dann kam es auch und wurde jetzt nicht noch, dass wir nochmal ein Level kriegen oder so. Weil man hat gemerkt, dass, wie sich da irgendwie das Zenit aufbaut, das Climax und dann haben wir es auch geschafft und dann ist gut. Der Aufbau war echt schön, ja. Ja, ne? Und du hast richtig gemerkt, ich finde das gut, wenn man beim Spiel merkt, wo man ist. Und das hat nicht jedes Spiel. Ich erinnere mich noch Final Fantasy 8 oder so, weil das kam auf 4 CDs raus. Und ich habe die erste CD reingelegt, man muss die chronologisch bei Final Fantasy früher mal spielen. Ja, da hatte man ja ungefähr, wusste man ja, wo genau, man ungefähr ist. Genau, wo man ist. Aber ich habe die erste reingeschmissen, das irgendwie 20, 30 Stunden gespielt, schon vergessen, dass es mehr gibt. Und dann kam ich zu so einem Endboss, ich dachte, das käme am Ende. Hab ich den gebettelt und dann stand auf einmal, lege CD 2 ein. Und ich dachte, du denkst, ach, da sind noch die und die und die. Richtig, da battelt man gegen die Hexe, falls ihr euch erinnert, bei Final Fantasy 8. Und ich dachte, das wäre der Endboss gewesen. Ja, 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 ich kenne sowas. War wahrscheinlich der erste, ja.
Ja, jetzt haben wir natürlich den Punkt erreicht, an den wir, auf den wir gehofft haben, nämlich, dass wir hier am Ende sind, noch bevor unsere Zeit zu Ende ist. Was machen wir denn damit? Ja, warte kurz, erstmal. Wir genießen das noch. Erweisen wir jetzt diesem Abspann seine Ehre. Und denken nicht schon, das ist wie, als wenn du mit deiner Freundin schläfst und denkst schon an die nächste denkst. Es ist eher kurz, nachdem du fertig bist, schon überlegst, wer könnte denn die nächste... Und das macht man nicht. Nee, zumindest darf man es nicht laut. Ja, aber auch normalerweise macht man das auch nicht. Wenn man gerade ein Spiel durchgespielt hat, will man nicht direkt das nächste durchspielen. Nein, ich finde, man muss danach auch echt sich irgendwie, keine Ahnung, man muss eine Pause, man darf nicht direkt aneinander. Die Hände sind also wund. Genau. Und man hat alles gegeben. Man muss gucken. Ich weiß gerade nicht, wer von uns von was spricht. Aber weißt du, was wichtig ist? Oh. Stimmt, es gibt einen 3D-Mode. Laber nicht. Doch, tatsächlich. Wir spielen es in normal, oder was? Naja, weil... Ist ja auch bescheuert, 3D. Ich glaube, mich zu erinnern, es gab einen 3D-Mode. Man konnte es spielen mit dieser... Genau, ja. Setzt jetzt bitte eure 3D... Wer hat denn sowas noch? Keiner hat natürlich, sowas. Natürlich, ich habe so eine 3D-Brille. Ja, dann setz sie doch jetzt auf. Die setzt sich nur an Feiertagen auf. Das ist nur bestimmte. Aber ist nicht feierlich genug. Ich finde, wir geben jetzt den Leuten 2 Minuten Zeit, ihre 3D-Brille zu suchen. Okay, gut. Also dann, die wenigen von euch, die einen noch haben, warum nicht? Oder? Dann überlegen wir kurz, haben wir einen? Ja, wir sind hier gerade an dem Punkt, wo wir das jetzt gesagt haben. Und das heißt, wir können auf jeden Fall noch eine Minute warten, dann habt ihr die gefunden. Gibt es eine 3D-Brillen-App oder so, dass wir... Nee, ne? Das ist eine lustige Idee, dass man so durch die Kamera durchguckt. Verdammt. Nee. Eine 3... Das ist eine super Idee. Klauen wir von uns. Das ist eine scheiß Idee. Mach die bloß nicht. Überlegt, vergesst die Idee. So. Also angeblich haben die Leute eine Brille auf, aber ich traue mal, du weißt ja, die lügen viel. Im Internet? Nee, das ist die Wahrheit. Okay. Siehst du, was geht ab? War das der Lügendetektor? Eine Lüge bestätigt. Alter, wieso? Du hast das Telefon neu. Wieso sieht das schon so aus wie der Todesstern am Ende vom dritten Teil? Ja, aber ach Mann, ich weiß es doch auch nicht. Weil es halt kaputt ist, runtergefallen und hat Peng gemacht. Und dann war es so. Aber das Handy, ich kann dem Handy keine Schuld geben. Es liegt schon an meinem Technikhammer. So, jetzt machen wir mal, weil die Leute sind alle bereit. Ja, seid ihr bereit? Die eine haben. Okay, alles klar. Dann jetzt 3D-Brillen-Action. Lehnt euch zurück. Ihr seid jetzt unsere Augen. Beschreibt, was ihr seht. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Alles klar, ein Wunderwerk der Technik der 90er. Vollbild bitte. Wenn man schielt, geht das auch. Du brauchst keine Brille, musst nur so. Okay, das sind 2 Jungen und 2... Sogar der Rektor. So, die absoluten Nebenpersonen kriegen noch einen Platz. Da die Monster, das finde ich sehr gut. Wieso nicht? Na gut. Die Monster auch. Ja. Wäre schön, in der heutigen Zeit hätte jetzt irgendeiner noch ein Smartphone. Um den Film aufzuzeichnen, oder? Ja, schauen wir uns nochmal an, wie der Typ... elendig zerquetscht wird. Und ja, aber es ist die beste Szene für 3D. Ja. Ja, Leute, Avatar ist ein Scheiß dagegen, würde ich sagen. Das war die Phase, als man echt noch gedacht hat, diese Brillen sind eine echt gute Idee. Ich bin ziemlich abgegangen auf 3D früher. Ich also viel auf 3D. Tutti Frutti, Barbarella, diese ganzen... Nee, ich habe wirklich, auch bei Tutti Frutti habe ich, nee. Also, die eine Hälfte sagt, ihr wird schlecht, die andere Hälfte sagt, geht so mittelmäßig. Ein, zwei Personen sagen, unbeschreiblich, das muss man gesehen haben. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich, ist so unbeschreiblich. Wir sehen was völlig anderes als der normale Mensch. Ja, wie geil, Alter, voll 3D, merkt ihr das? Oh, hier, morgen kommt die Dishonored Definite Edition raus. Alter, Dishonored kannst mich jagen, ey. Ja, wir haben leider, glaube ich, niemanden, dem das so richtig gefällt. Ich habe es leider nie gespielt, aber ich fand auch nicht, die Idee mal. Weil ich es von Anfang an scheiße fand. Okay, dann sind wir beide vielleicht die Skeptiker. Vielleicht spielen wir es. Okay, mittel bis schlecht. Klappt das? Hast
Alter, Mann. Meinst du, das hat schon mal jemand gemacht, etwas sowas in 3D zu zeigen? Da sind wir doch echt ganz weit vorne, oder? So, da sind wir die Ersten. Weltweit die Ersten. Ja, das ist echt krass. Das war's. Vorbei. Jetzt können wir nichts mehr rauspressen. Oh. Aus dem Spiel. Doch, Moment, doch, wir haben sicher noch irgendwo lustige Sachen. Resümieren. Ja, ja, müssen uns nicht alle angucken, aber dass wir so chronologisch nochmal durchgehen, was hatten wir erlebt? Sofern, hier, oder? Videosequenzen. Vielleicht gibt's da ja auch noch irgendwie ein Easter Egg oder so. Doch nicht. Ja, okay. Art of Darkness. Es geht los, kommt der an. Typ frisst deine Pistole. Er rotzt. Ja. Oh, das waren. Das, ach, dieser Wald, ja, der war tödlich. Genau. Der hat seinen Buddy kennengelernt. Ja. Und der hat uns zu seinem Dorf gebracht. Das waren alles so Jar Jar Binks, ein bisschen, ja. Und dann er ist offensichtlich der Maler des Dorfes. Absolut. Ein kleiner Da Vinci. Die Riesenpflanze, auf der wir gelandet sind. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und dann sind wir von da in irgendwie in die Höhle und da war der Hund, oder? Ja, der Hund war eingesperrt. Was ist das? Ein Fisch mit roten Augen? Das weiß ich gar nicht mehr. Was war das denn? Ach, das ist die Szene, wo ein Typ zu Schatten wird, weil er... Ah, ja, ja. Weißt du? Er berührt den Boden. Und dann wird er böse. Stimmt, so... Stimmt, das ist ja eigentlich richtig relevant, weil gezeigt wird, wie die Schattenwesen entstehen. Ja, genau. Hier... Da haben wir diese Kugel gefunden, die uns die Kräfte gemacht hat, die unten im Wasser war und die hat den Leuten dann auch Kräfte gegeben. Da gab es einen schönen Krieg zwischen den Guten und den Bösen. Und dann sind wir irgendwie in dieses Loch gefallen und ab da wurde es dann richtig schlimm. Da ging es nämlich dann um diesen Stein nur noch, oder? Mhm. Und hier haben wir unsere Waffe wiederbekommen. Ja. Komm, das wird sicher schön. Der frisst uns doch jetzt. Der frisst uns und wir ballern uns raus, weil er die Waffe noch im Magen hat. Das war eine Überraschung. So. Ja, hier überzeugen wir ihn, uns zu Diensten zu sein und dann sind wir schon fertig. Ja. Typische, gute 3-Akt-Story, behaupte ich jetzt einfach mal. So, wunderbar. Wollen wir Spiel wechseln? Wir haben natürlich Zeit für eine Werbung. Würde ich sagen. Okay, genau. Währenddessen wechseln wir Spiel. Wollen wir jetzt endlich sagen, was wir gleich spielen? Ja. Nein, ernsthaft? Willst du? The Art of Teasing. The Art of Teasing. Das ist nicht das Spiel, sondern das ist die Kunst, die wir gerade praktizieren. Absolut. Bis nach der Werbung.